Naja, aber irgendwann werde ich bestimmt zur Gamescom gehen. Sowas muss man auch mal erlebt haben. Und Animagic. Ist die auch in Deutschland? In Bonn. Ah ja, da ist doch auch was. Ah, jetzt geht's los. Moränentürmen wieder. Also man kann sein seinen Namen ändern, indem man einfach in den Einstellungen seinen Mii-Namen ändert. Okay. So, bei mir geht's jetzt auch los. So, ich habe die Waffe gewechselt, jetzt habe ich das Maschinengewehr hier. Das ist auch neu. Das muss man nämlich zuerst aufladen und dann geht's hier so ab. Also zuerst den Knopf gedrückt halten, dann dreht sich das. Dann feuert das ab. Das hat eine Tintenwand, so ein Tintenwall hier. Es ist gut dafür geeignet, Leute zu killen. Oh, was soll das? Das ist mein Ding. Aber man muss es halt aufladen. Kacke. Ja, worüber könnte man noch labern? Über Dragon Ball GT. Nein. Nein. Leute, schreibt mal in die Kommentare rein, falls ihr Dragon Ball kennt, wie ihr denn Dragon Ball GT findet. Würde mich mal interessieren. Läuft. Aber ich sollte färben und nicht töten. Schließlich sind wir nicht im... Das war doof. Ach, die Rakete habe ich noch abgefeuert. Hattest du während den Hauspartys den Twitch-Chat verfolgt? Nö. Diese Danuta oder wie die hieß und dieser Filippo, die haben ja schon Kultstatus erreicht. Hinter den Dingen. Kein Gegner und überall ist hinter mir Farbe. Lol. Nein. Extra. So, Ende. Jetzt bin ich gespannt. Ah, oh, Scheiße. Mega schlecht. Verloren. Aber wir haben gegen unser eigenes Team gekämpft, deshalb ist das jetzt nicht so wild. Ihr seht alles Nordpol-Fancy. Also zum Glück hast du uns überredet, den Nordpol zu wählen. Verloren. Naja, mit drei Leuten im Team. Lol. Arowana Center. Heute hat's ausnahmsweise mal nirgendwo gebrannt. Nicht? Dann habt ihr das... Der grüne Shenlong war dir nicht mehr treu. Nein, der rote Shenlong, der über euch geherrscht hat, der ist jetzt abgezogen. Zum Glück. Die Verbindung zum Team wurde unterbrochen, wir müssen in die Lobby zurück. Hier, schau mal, was passiert, wenn du blöd über den grünen Shenlong redest. Was? Das ist, weil du blöd über den grünen Shenlong geredet hast. Der rote ist am besten. Gleich explodiert deine View. Suchst du noch nach Gegnern? Nein. Oh, der Typ will's wissen!
Ich bin gerade in der Lobby zurückgeschickt worden. Lol. Ich warte mal, bis du wieder tust. Ja. Ja, wie gesagt, eigentlich wollten wir in dem neuesten Part die neuen Funktionen von Splatoon mal genauer anschauen, also den Clan-Modus oder wie der auch immer heißen mag, aber das werden wir einfach im nächsten Part machen. Da kann man nämlich im Team Rangkämpfe machen. Privater Kampf wäre möglich, dass wir es jetzt schon zeigen, aber Eigentlich fick dich. Eigentlich schon. Aber nee, machen wir das lieber beim nächsten Mal, weil ich glaube, der Part ist schon eine halbe Stunde oder so lang. Es wird ein fünfpartiger Part. Ha, sieht so aus. Ich muss ja das Ergebnis von diesem Splatfest morgen auch noch reinschneiden. Oh, der ist mir entkommen. Jetzt aber, Bitch. Oh, Kacke. So, noch 35 Sekunden. Ist eine knappe Sache hier. Oh, jetzt hat er mich doch noch tot gesplattet. Okay, verloren. Bist du schon? Bam, bam. Wo bist du gerade? Bist du in der Lobby? In der Lobby. Okay, dann lass uns gleich gemeinsam mal suchen. Ich gehe nämlich jetzt auch kurz raus und dann können wir ja gemeinsam da drücken. Ja, ist gut zum Killen geeignet. Aber, naja. Bin noch nicht geübt damit. So, Arowana Center für den letzten Kampf beziehungsweise Schlacht des heutigen Partes. Aber ich werde euch, wie gesagt, dann noch das Ergebnis reinschneiden. Und diesmal versuche ich es dann live. Der Gegner hat einen schönen Namen, der eine. Wenn er irgendwas mit Shenlong oder GT oder irgendein scheiß Name hat. Der Stufe 8 dann heißt Martis. Ach du Scheiße. Mach uns keine Schande, ey. Was geht mit dem Sprinkler ab? Der ist jetzt immer am Boden geflogen. Ich weiß nicht, warum ich so schlecht war. Lol. Was macht der? Der steht schon mal doch da. Alter. Ja, da, ich hatte vorhin auch so eine Bitch, die sich nicht bewegen konnte. Welche Scheiße, ey. Ich kann die Welt nicht gebrauchen. Ja. Man sollte das Splatfest ab Stufe 15 machen. Ja. Oder einfach die schlechten Leute in das Team, das verlieren wird, rein. Was macht der? Der eine ist ja am Spawn und macht irgendwelche Kacke. Lol. Ach du Scheiß! Arsch, hey. Jetzt kommt da auch noch einer. Denkst du, ich sehe das nicht?
Lalala. Oh. Dass ich das überlebt habe. Wunder. Wunder gibt's. Oh, ich dachte, der klettert jetzt darauf. Das war schlecht von mir. Überraschenderweise bin ich mit dem Team vorne. Lol. Ja, man soll die Kleine nie unterschätzen. Und wie ich vorne liege, lol. Da ist ja fast nichts mehr blau. Oh, der mit seinem Kotzkübel hier. Okay, wir verlieren, wir verlieren. Alter, der eine geht ja ab, wer ist denn das? Meinst du den Glück? Oh komm, das ist lächerlich hier. Ja, verloren, aber sowas von. Ich wechsle trotzdem die Lobby, die Noobs tue ich mir nicht an. Ja, ich jetzt auch. Also wir spielen noch ein bisschen jetzt offscreen. Deshalb nicht wo. Oh! Nein. Neuer Rang, das passt doch für den Ende hier. Ende. So, mal schauen. So. 52,7 zu 26,1. Nice. Ja gut, Leute, dann sehen wir uns gleich bei der Ergebnisverkündung. Für mich wird das zwar nicht gleich sein, sondern erst morgen, aber. Ihr merkt da keinen Unterschied. Also bis gleich. Sehen wir uns die Ergebnisse an. Nordpol oder Südpol, wer hat gewonnen? Die Ergebnisse liegen vor. Oha, und nein, ich kenne die Ergebnisse noch nicht, das ist blind. Es folgt das Team mit den meisten Stimmen. Trommelwirbel. Yes! Nordpol, aber ganz knapp. Echt knapp, also das hätte ich, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay. Jetzt zu den Siegen. Komm schon, Nordpol, 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 Nordpol. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das wird knapp. Das wird knapp. Ergebnis. Endergebnis. Nordpol! Nordpol! Nein! Was? What the fuck? Alter, nein! Ich hätte so auf Nordpol gewettet. Ach du Scheiße. Okay, wir haben tatsächlich verloren. Nordpol hat ganz knapp verloren. Damit hätte ich nie gewettet. Es ist jetzt aber so und ich bin irgendwie schockiert. Aber die Pinguine haben die Eisbären wohl besiegt. Wir sind geschlagen, aber wir bekommen trotzdem 18 Supermuscheln. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. So eine Scheiße aber auch.